Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Enderal. Ja, jetzt weiß ich auch, warum da eine Quest im letzten Part als gescheitert galt, als wir da zu diesem Ort hier schnell gereist sind. Ich bin jetzt nämlich offscreen den Weg mal, um ein bisschen Zeit zu sparen, schon vorgelaufen und dann ist etwas passiert. Das machen wir jetzt oder wenn wir gleich noch einmal sehen, wenn es soweit ist. Dann geh aus dem Weg, dann treffe ich dich auch nicht. So. Ja, ich sehe es auch. Aber erstmal will ich mich hier mal gerade an den Leichen hier, will ich mir mal angucken. Aber die haben soweit erstmal nichts dabei. So, dann hier liegen nämlich tote Novizen rum. Der eine. So. Ziehen wir mal da raus. Oh nein, das ist Bruder Gallius. Was ist hier passiert? Ich weiß nicht. Durchsuchen wir ihre Körper. Gut, und jetzt haben wir die Nebenquests hier gerade gestartet. Vergeltung. Das ist jetzt gerade parallel zu Engel läuft, dann. Aber die edlen Schuhe nehme ich mit. So. Denn er hat hier das dabei. Gewand des Ordenshüter nehme ich mit. Das ist einiges wert. Das Hüterschild nehme ich jetzt auch mit und die Schuhe nehme ich mit. Den Rest allerdings brauche ich nicht. Und hast du etwas gefunden? Ja, ihre Befehle. In der Mine oben in Nordwind scheint sich ein Wildmagier zu verstecken, der für die ganzen Elementarwesen und Verlorenen hier verantwortlich Oh, ist. natürlich. Ich habe davon gehört. Die Armen. Dieser Mistkerl muss sie überrascht haben. Lass uns einen Blick in die Mine werfen, Sayira. So lange wird unsere Expedition in das Schloss warten müssen. Ja, okay, dann tun wir das. Uff. Der guten Dame scheint es auch ganz schön kalt zu sein. Dann machen wir Vergeltung erstmal aus. Und Ja? übrigens, ich hätte ein paar Fragen zu dieser Kreatur in dir, diesem Etwas. Wenn es sein muss, was willst du wissen? Warum belastet dich das Ganze eigentlich so? Von dem, was ich hier bisher gesehen habe, macht es dich verdammt mächtig. Ja, aber zu welchem Preis? Es ist nicht das, was äußerlich passiert, wenn es versucht, mich zu übernehmen, Saira. Zumindest nicht nur. Es sind meine Gedanken, meine Gefühle. Stell dir vor, du gehst allein durch einen Wald. Du hörst schweres Atmen und ein Schluchzen. Und als du seinem Ursprung auf den Grund gehst, findest du einen verwundeten Jäger. Er ist von einem Bären angefallen worden, schwer verwundet und delirös, und er erkennt dich nicht. Ich, also der Teil von mir, der ich selbst bin, würde diesem Menschen helfen. Aber in dem Moment, in dem ich das Blut sehe, den Geruch von Tod, dann sind da diese anderen Gedanken. Die Gedanken des Wesens. Ja, dieser Anblick, er würde es erregen. Ich kann es nicht besser formulieren. Und wenn ich mich ihm hingeben würde, er würde den Jäger. Verzeih mir, Saira, ich kann das nicht. Es tut mir leid. Alles in Ordnung. Danke für dein Vertrauen. Ja, es ist ungewohnt, mit jemandem so offen darüber zu sprechen. Gut, dann haben wir das nämlich auch, weil ich glaube, die anderen Sachen, damit haben wir hier schon mal, oder darauf haben wir sie schon mal angesprochen. So, dann gehen wir mal in die Nordwind. Wir waren hier ja schon mal. Das ist ja nicht das erste Mal. Ja, alles gut. Immer mit der Ruhe. So, aber das kriegen wir alles hin. Wir sind ja schon stark. Ach, da ist noch so ein Wolf. Looten müssen wir hier soweit ja nichts mehr.
Oh, geht er weg, geht er weg, geht er weg! Der macht gleich Boom. Der macht doch nicht Boom. Okay, da haben wir dann nochmal Glück gehabt. So, dann komm mal her. Und beendet Vergeltung. Das ging ja schnell. Das war's. Das hat mir bei der Prüfung geholfen. So zu enden hat er nicht verdient. Wir müssen dem Großmeister von dem hier erzählen, wenn wir das Schloss von Dalgalah durchsucht haben. Alles klar. So, der hat nochmal so einen zerbrochenen Seelenstein dabei. Ich erlaube mir ganz kurz mal zu schlafen, eine Stunde. So. Das war ein leichter Gegner, da waren die Elementarviecher weitaus schlimmer. So, und damit hätten wir diese kleine Quest auf jeden Fall abgeschlossen. Moment mal, ist das irgendwie eine besondere Tür hier? Ach stimmt, wir haben ja den Schlüssel. Weil wir hier schon mal waren. Ja, hier ist ja alles schon gelootet. So, das war eine schnelle Quest. So, und somit ist sie jetzt auch bestanden und nicht gescheitert. Das war halt komisch, ne? Ich mache Engel wieder aktiv. So, und jetzt weiß ich... Obala, das wollte ich nicht. So. Und jetzt wissen wir auch, was das jetzt da oben für eine Burg ist. Tatsächlich für eine Quest. Also für die Hauptquest sogar. Ja, ja, ich weiß, dass hier Feinde sind. So, macht der jetzt Boom? Ne, der macht auch nicht Boom. Also, wenn man die durch, ich sage mal, physischen Schaden tötet, dann... Nordwind. Einst eine der wichtigsten Kolonien des Landes, jetzt eine Ruine. Am Ende ist doch alles vergänglich. Siehst du das? Was denn? Noch warm. Das heißt, jemand anderes ist vor kurzem auch hier gewesen. Jäger vielleicht? Vielleicht. Lass uns einfach vorsichtig sein. Das Schloss ist gleich dort oben. Ich will aber noch gerne hinten die Wolfes mitnehmen. Oh. So, die explodieren jetzt wieder. Die geben immerhin 235 EP. Und das ist schon was, das ist einiges. Ja, ja, alles gut. So, und weiter geht's. Wir sind hier fertig. Jetzt gehen wir also hoch zu dieser Burg. Immer noch kalt, hä? Ich bin die Kälte schon gewöhnt. Also hier im Spiel scheint sie mir nicht viel auszumachen. Im realen Leben sieht das schon wieder ein bisschen anders da aus. Moment, gib mir kurz Kalia. Mach dich bereit. So, dann gehen wir mal da hoch. Zu diesem legendären Apothekari. Ich bin gespannt. Da drin könnte man ein ganzes Dorf unterbringen. Schloss Dalgalah entdeckt. Oh. Mensch, wieso sind denn hier vor dem seiner Burg Wölfe? Kümmert er sich da nicht irgendwie drum? Mensch,
Verschlossen, wie erwartet. Vielleicht gibt es einen Seiteneingang. Möglich. Aber der Boden ist rutschig und die Klippe steil. Das könnte übel enden. Vielleicht können wir das Tor irgendwie aufbrechen. Wenn wir Schwarzpulver hätten, dann könnten wir es vielleicht aufsprengen. Wie sollen wir hier an so viel Pulver kommen? Das ist die Frage. Aber Nordwind war ein Schürferdorf und ich meine, unten beim Stolleneingang eine Art Lager gesehen zu haben. Ich schlage vor, du siehst dir das mal an. Ah, ja, da wo die Spinnen drin waren. Ja, genau, so eine Art Eingang, also nicht direkt in die Mine, sondern so nebendran, eine kleine Tür. Da sind wir da rein damals und da waren da so Spinnen drinne. Und da war dann ein... Die war nicht groß. Und dann war das so nach ein paar Metern hinten in der Ecke so übelst viel, haben übelst viele Fässer rumgestanden. Soweit ich mich da erinnern kann. Und ich glaube, da war auch das Pulver drin. Dann gucken wir mal. So, wir geben Feuer. Genau, und jetzt da links rein, weil da ist jetzt zugeschüttet. Genau, und da ist jetzt wieder alles voller Spinnen. Und hier hätten wir das Schwarzpulver. Und zack. Die loote ich jetzt auch nicht. Das war das. Also ich habe damals sogar noch mit einem Feuerzauber dagegen geschossen, weil ich dachte, man könnte damit irgendwie den Weg frei... Oh, das wird aber... Das wird einen Wumms geben. Das Tor ist offen. Na bitte, dann mal rein. Ja, aber hätten wir nicht auch einfach anklopfen können? Was ist das denn hier für eine Burg? Ui. Wow. Schon mal die Fackel raus, wobei sie auch wohl gerade echt nicht viel anrichtet, sehe ich. Hier haben wir verschiedene Eingänge. Ich sehe mich erstmal hier in dem kompletten Hof hier um, bevor wir irgendwie irgendwo reingehen. Da geht's zur Küche, zu den Ställen. Wo ist sie denn jetzt? Kalia? Wo ist sie hin? Was ist denn mit... Atmen, Kalia. Einfach atmen. Oh, verzeih mir. Der Anblick kam unerwartet. Ich schätze, jetzt wissen wir zumindest, was mit Dalgalas Dienern und Lehrlingen passiert ist. Das war eben wieder dieses Wesen in dir, richtig? Wie in Alt Dothulgrad. Ja, diesen Anblick habe ich nicht erwartet. Aber es war nicht kritisch. Mach dir keine Sorgen. Meinst du, der schwarze Stein hat mit dem hier zu tun, mit den Leichen? Ein idealistischer Graf, ein abgelegenes Schloss und ein Artefakt, das die Hohen verpestet haben, wäre doch naheliegend, oder? Ja. Durch die Hauptpforte kommen wir aber nicht hinein. Lass uns nach einem Seiteneingang suchen. Gut. Hinten waren wir schon mal. Das waren jetzt die Ställe und die Küche. Und hier wäre... Die Tür hier sieht aus, als könnte sie uns ins Hauptgebäude bringen. Aber sie ist verschlossen, oder? Ja, leider. Sieht so aus, als müssten wir den Schlüssel suchen. War zu erwarten. Dann müssen wir wohl die Kadaver durchsuchen. Och nee. Irgendjemanden muss es geben. Was ist mit Bruder Jabor? Abgelehnt. Wie die anderen auch. Wenn ihr ihm vielleicht noch einmal versuchen würde zu erklären, wofür wir die Körper brauchen, dann... Ich werde mich vor diesen Narren nicht rechtfertigen. Wenn sie auch nur einen Funken Anstand besäßen, würden sie die Schuld erkennen, in der sie bei mir stehen. Aber dann eben nicht. Es gibt andere Wege.
Sag den Dienern, dass ich für den Abend nicht mehr gestört werden möchte. Und bring mir neue Salbe. Die Salbe, natürlich, Meister. Schreitet wohl. Muss den Schlüssel ja haben. Alles in Ordnung, Saira? Ja, ich glaube, ich hatte eben Dalgalar gesehen. Du meinst in einer Vision? Aber wie das? Ich dachte, alles, was du siehst, stammt aus der Zeit der Pyrrhea. Dachte ich auch, aber es war er, ich bin mir sicher. Er hat mir einer Frau gesprochen. Die Apothekari haben wohl aufgehört, ihn mit Leichen zu versorgen. Das dürfte die Jagdaufträge erklären, von denen die Dörfler erzählt haben. Aber wofür hat er so viele Kadaver benötigt? Für den Engel? Naja, sehen wir uns erstmal nach. Warte, hörst du das? Kira. Ja, alles gut. Oh, ihr schluckt ja einiges hier. Das muss ich euch lassen. Hat jetzt einer von denen wirklich den Schlüssel auch dabei oder ist das jetzt alles nur Quatsch? Ah ja, okay. Schmiede, Quartiere. Okay, den Schlüssel hätten wir. Aber ich würde schon noch gerne dann... Deine Vision muss wohl irgendetwas ausgelöst haben. Jedenfalls können wir uns jetzt auf Widerstand einstellen. Komm, lass uns den Schlüssel finden. Ich möchte mir das hier nicht unnötig lang ansehen. Ich habe ja den Schlüssel schon, aber ich würde dann gerne mal noch vorher hier zum Beispiel rein. Hast du ihn? Dann lass uns hineingehen. Ja, jetzt mach mal halblang. Guck mal, hier gibt's noch... Ja, wir gehen erstmal jetzt in die Schmiede, dann... Gehen wir da erstmal noch auf die andere Seite, in die Küche und in die Ställe. Und dann gehen wir erst in die Quartiere. Hallo, wer bist denn du? Ja, es wird mal Zeit wieder für eine Eiszeit, würde ich sagen. Feinde, mach dich bereit. Ja, ist doch alles gut. Kein Problem, jedenfalls die sind kein Problem. Ist ein bisschen dunkel hier, aber schon mal die Fackel raus. So. Nimm mal alles mit. Diese Ratzfatz hat man hier schon das Zeug fertig erkundet. Hier, die Schmiede ist ja nicht so groß. Hier geht's aber noch hoch. Ui, was ist denn hier? Ach. Das Arkanistenfieber stört mich jetzt hier gerade nicht. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Ein paar Lederstreifen. Ansonsten war es das hier, oder? Ja, okay. Das war's. Zack. Und schon sind wir wieder ein bisschen geheilt. So, einen Augenblick, Kalia, denn es geht da auch noch da hinten in ein paar Gebäude rein.
Oh je, kriegen wir jetzt hier auch nochmal eine Vision oder kommt das erst später dann nochmal, weil wir hier nochmal dann irgendwie hin müssen? Wäre ja natürlich alles möglich. Ich gehe einfach mal rein jetzt. Hallo? Und ein Level Up. Nehmen wir direkt Mana. Weil da merke ich natürlich immer noch schnell, wenn ich einem Wildmagier begegne und der mit Blitzzaubern spielt, wie schnell ich da meine Mana trotzdem noch verliere. Umso mehr Mana ich habe, umso besser. Nochmal ein kleines Ambrosia-Fläschchen, sehr schön. Da können wir uns ja wirklich richtig glücklich schätzen jetzt gerade. Oh. Ein Rüstungsset. Sehr schön, aber soweit nichts Besonderes. So, sie wartet wohl wirklich hinten. Dann können wir ja noch in aller Ruhe in die Stelle gehen. Wir werden hier schon alles erkunden. Wenn dann schon richtig. Beschriftetes Papier. Ja, ich weiß, aber er ist unser Meister. Was willst du also tun? Ein Jahr noch, dann haben wir genug Groschen beisammen, um uns zwei neue Pferde zu kaufen. Wofür auch immer er sie benötigt hat. Okay. Er hat wohl wirklich hier experimentiert noch. Und gesund sieht das hier auch nicht aus. Schlammmorschel, ich weiß ja nicht. Alle Pferde schon tot. Ein magisches Symbol, sehr schön. So, aber Einzelteile nehme ich jetzt auch wieder nicht mehr mit. Jetzt habe ich mal wieder genug. Sowas nehme ich aber noch wirklich gerne mit. So, okay, dann ist da nichts mehr. Das war's dann auch wohl schon, oder was? Hier können wir noch rein. Aber auch, nee, da ist auch nichts Besonderes. Gut. Dann sind wir hier durch. Dann können wir jetzt hier rübergehen. Also es sieht alles ganz schön böse hier aus. Wie viel können wir denn überhaupt noch überhaupt tragen? Oh ja, es sieht schon langsam knapp aus. Wir müssen also wirklich aufpassen. Jetzt hier war ich, ne? Genau, die Schmiede. Und hier hinten war nochmal was? Gar nichts. Kalia ist auch irgendwie weg. Egal, dann gehe ich halt eben alleine da rein. Versuchen wir von hier aus irgendwie in die Haupthalle zu kommen. Dann sehen wir weiter. Ich schau mal lieber meine Feuerzauber raus, wenn hier Untote sind. Man weiß ja nie, ne? Hilfe! Und hier gibt es wieder Bücher. Jetzt sag bloß nicht, der ist hier kalt. Ah, ich muss warten, okay. Da. Schieß doch, meine Fresse. So, alles gut. So, was ist denn da jetzt drin? Ein bisschen Geld.
Aber alles höchst interessant hier. Wie die so auferstehen, sozusagen. Wenn man irgendwie was aktiviert. Nutze ich gerade mal aus. Ich hoffe, dir macht das nichts aus, Kali, wenn wir hier eine Stunde schlafen. Das Bett sieht auch sehr gemütlich aus. Vielleicht hast du ja recht, es ist echt ein bisschen kalt hier drinne. Aber wenn doch sonst nichts ist. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich will den dämlichen Topf nicht. Feinde, mach dich bereit. Oh ja, es ist. Das waren alle. Naja, das glaube ich nicht. Dass alle waren. Jetzt waren das alle. Kann ich irgendwie kaputt schlagen? Nee. Kann ich die vielleicht kaputt machen mit Feuerzauber? Nee, die fliegen durch. Sag mal, wo kommt ihr denn alle her? Es wird langsam kritisch, aber du hast einen Runenbogen dabei, den nehme ich dann nicht mit. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Was ist denn? Genesungstrank Standard nehme ich gerne mit. Feinde, mach dich bereit. Nein, das, ach Mann. Dann ist auch bestimmt hier noch einer drinne. Nein, hier ist jetzt keiner drinne. Gut. Kein Gegner mehr hier. Doch. Alles gut, sei froh, dass du mich hast. Sag, wie es ist, sei einfach froh, dass du mich hast. Ich bombe die alle weg. Oh. Gott, das ist ja unglaublich, was ich hier an Büchern finde. Da habe ich jetzt. Ah ja, da waren ja die ganzen Bücher drin, stimmt ja. Wie riesig das hier einfach auch alles ist. Da kamen wir her, oder? Yep, da kamen wir her. So, ich rüste mein Schild aus, damit ich vielleicht einen plötzlichen Angriff blocken kann. Das ist also die Haupthalle. Oh je, oh je, oh je. Ein ganz, ganz mieses Gefühl habe ich. Ging hier nicht irgendwo gerade noch eine... Was für ein Anblick. Siehst du irgendwas mit deiner Gabe? Das Einzige, was ich gerade sehe, ist Dunkelheit. Ich sehe kaum dich. Nein, noch nicht. Hast du eine Vorstellung, wo der Stein oder dieser Engel sein könnte? Nein, aber vermutlich haben wir in seinem Gemach die besten Chancen. Das dürfte die große Tür in der Mitte sein. Da werde ich wahrscheinlich auch meine nächste Vision gleich kriegen. Ich darf mich jetzt dann nur nicht erschrecken, wenn es soweit ist. Erstmal noch will ich mich hier genau umsehen.
Was kann man bei einem Einbruch auf anderes erwarten? Mal sehen. Jetzt kommt gleich eine Mission, oder? Verstehe. Es ist ein magisches Schloss. Einer der Magister hat uns mal ein ähnliches gezeigt. Man braucht Losungswörter, um es zu öffnen. Zwei Stück, wie es scheint. Na großartig. Und wie kommen wir an die Losungswörter? Das könnte schwer werden. Aber mit Sicherheit waren es Wörter, die Dalgalar etwas bedeutet haben. Wenn es uns irgendwie gelingt, mehr über ihn herauszufinden, dann haben wir vielleicht eine Chance. Ansonsten müssen wir einen anderen Weg hochsuchen. Lass uns die beiden Türme links und rechts von hier durchsuchen. Viel anderes bleibt uns ja nicht übrig. Türme? Hier gibt's Türme. Achso, ja genau, ich wusste es doch. Hier gibt's irgendwie noch andere Wege. Auf zum Forschungsraum. Ich hätte vielleicht mit einem Schild gehen sollen. Ein Runenhelm? Moment. Das muss wohl so etwas wie sein Labor gewesen sein. Oh je, die stehen doch gleich alle auf. Schon wieder. Wer hätte es gedacht, das wäre auch sonst zu einfach gewesen. Habe ich mir es doch gedacht, das wäre sonst doch viel zu einfach gewesen. Ja, sehen wir uns um. Also jetzt hier nicht, oder wie? Und noch eine Lehrlingstruhe. Warum denn auch nicht? Oh ja, das gab Geld. Oh Leute, Mann, ich muss schon jetzt bald die Kette anziehen, weil wir ansonsten... Oh, was hat denn der da alles drin? Ach du heilige Scheiße. Weil unsere Draglast langsam zu wünschen übrig lässt. Und noch eins... Und das ist auch noch verzaubert. Das gibt's doch nicht. Ja, ich muss auf jeden Fall jetzt, das hier anziehen, damit gehen wir nochmal das Risiko ein. Weniger Schaden und wir halten weniger aus. Verschlossen. Hm. Komm, vielleicht liegt der Schlüssel hier ja irgendwo. Oh, ich habe ihn schon gefunden. Gibt es einen Grund, dass du dich versteckst, Junika? Verzeiht, Meister. Ich wollte mit euch sprechen. Natürlich wolltest du das. Was bedrückt dich? Es. Verzeiht meine Worte. Aber die jüngsten Entwicklungen beunruhigen mich. So? Ihr habt euch verändert, Meister. Täglich kommen die Kranken an unsere Tore und bitten um Hilfe. Aber ihr verbietet uns, ihn zu öffnen und verbringt stattdessen jede freie Sekunde eurer Zeit mit dem Mädchen. Und jetzt noch dieser schwarze Stein. Kennt ihr denn die Sagen nicht? Ihr sollt... Geh und pack deine Sachen, Julika. Was? Ich mach mir doch einfach nur Sorgen. Ich weiß. Und dafür danke ich dir. Nun geh. Deine Lehrlingschaft ist vorüber. Aber... Geh! Wir müssen weiter hoch, Saira. Hier finden wir nichts.
Ich hab den Schlüssel und hatte wieder eine der Visionen. Schon wieder? Was hast du gesehen? Du hattest recht mit deiner Vermutung. Dalgalar hat mit dem schwarzen Stein experimentiert. Das scheint auch der Grund für seine Abschottung gewesen zu sein. Ja, das hat er. Deshalb wurde er irgendwann auch einfach vergessen, schätze ich. Aber gut, jetzt haben wir zumindest schwarz auf weiß, dass wir keiner falschen Fährte folgen. Komm, vielleicht finden wir oben mehr. Ja, vielleicht finden wir oben mehr. Ich gehe jetzt noch... So. Nein. So. Schild und Feuerzauber rausholen. Warte. Scientia Sinistra. Von Ibn Naidarim. Das war ein Arkanist der Sieben Tossa. Hier auf Enderei sind seine Lehren verboten. Scheint, als hätten Dalgalar für den Engel Kräuter und Lichtmagie allein nicht mehr gereicht. War's das? Wir müssen weiter hoch, Saira. Hier finden wir nichts. Gut, meine lieben Freunde, aber ich werde jetzt hier den Part beenden und dann geht's hier beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Enderal. Macht es gut. Ciao.